Die Corona-Krise hat der deutschen Wirtschaft zum Jahresbeginn einen Einbruch beschert. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal verglichen mit dem Vorquartal um 1,7%. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Besonders betroffen war demnach der private Konsum. Die Exporte dagegen stützten die Wirtschaft. Die Entwicklung zwischen Januar und März beendete einen zuletzt positiven Trend. So war die deutsche Wirtschaft im dritten und vierten Quartal 2020 gewachsen. Experten gehen von nun an aber mit einer deutlichen Erholung des Konsums und der Wirtschaft insgesamt aus, dank der Impfkampagne und der damit verbundenen Lockerungen.